hat was. Das ist doch für Spieler und Trainer eine richtig gute Gelegenheit zur Standortbestimmung, oder Buschi? Absolut, du willst dem Trainer natürlich zeigen, Coach, ich will rein in die Startelf und ich gehöre da auch hin. Und der Trainer, der feilt an Kleinigkeiten. Eine hoffentlich spannende Begegnung erwartet uns heute mit Deutschland gegen Argentinien. Und wie schätzt du die Gastgeber ein? Heute beginnt die Saisonvorbereitung und dieses Team hat nur ein einziges Ziel und das heißt Meister. Und unser Schiedsrichter heißt Manuel Rui Barbosa. Achtung, hier bahnt sich vielleicht was an. Mesut Özil jetzt. Khedira. Und das ist das Tor! Da ist er ganz cool geblieben. Und hast du das gesehen, Manni? Wie er den Keeper dadurch verladen hat? Irre. Herrlich gemacht. Wunderbar. Mascherano hat den Ball. Der Kampf für die Befreiung des Balles war erfolgreich. Villa. Lavezzi. Jetzt müsste die Flanke kommen. Der Trainer ist offenbar der Meinung, wir haben Meinungsfreiheit, dass der Schiedsrichter hier daneben gelegen hat. Und das hat er in nicht wirklich stubenreiner Art und Weise zum Ausdruck gebracht. Und ich bin mal gespannt, ob das noch Folgen hat. Das ist es! Özil! Ein verzogener Ball. Ja, aber so kannst du das Ding auch nicht verwerten. Bei den Gästen steht in Kürze ein Wechsel an. Lavezzi. Und da unten steht schon einer bereit, der gleich in die Partie kommen wird. Der Ball fliegt ins Tor aus, klare Sache, Abstoß. Und jetzt noch mal kurz die Wiederholung. Ein sensationelles Tor, da kann man nicht meckern.